Herzlich willkommen, Republika Nummer 14, Berlin. Mein Name ist Philipp Banse. Wir machen wie fast jedes Jahr eigentlich Interviews hier mit Speakern, Beteiligten, interessanten Leuten. Mein nächster Gast ist Christian Fliesek. Ganz herzlich willkommen. Wahnsinn. Mitglied im Deutschen Bundestag für die SPD, Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Sie haben hier ein bisschen gesprochen über Geheimdienstkontrolle und wie man das reformieren, verbessern könnte. Fangen wir mal erstmal mit Ihrem NSA-Untersuchungsausschuss an. Wie läuft es denn da so? Naja, wir sind erst am Anfang. Wir haben uns gerade erst konstituiert auf der Grundlage eines gemeinsamen, quer über alle Parteien gefassten Einsetzungsbeschlusses im Deutschen Bundestag. Und wir haben jetzt sehr viele Beweisbeschlüsse auch gemeinsam gefasst. Jede Menge Akten, die beigezogen werden von Geheimdiensten, Ministerien, die den ganzen Fall beleuchten seit Sommer 2013. Und ja, es steht natürlich jetzt die Frage auch im Raum, was mit Edward Snowden zu tun ist. Da werden wir am Donnerstag wohl weiterkommen. Da wird wohl ein Beschluss auch gefasst werden, dass wir ihn als Zeugen vernehmen werden. Sind Sie dafür? Ich bin dafür, ja klar. Ich werde dem auch zustimmen, weil ich ihn für eine Schlüsselfigur halt halte. Ich selber habe viele Fragen an Edward Snowden und denke, dass es sehr wichtig sein wird, ihn da auch zu vernehmen. Die Bundesregierung hat ein Gutachten vorgelegt, nachdem Sie sich dann strafbar machen könnten, wenn Sie Herrn Snowden vernehmen. Was halten Sie davon? Naja, es ist ein Gutachten einer US-amerikanischen Anwaltskanzlei. Ich nehme das zur Kenntnis als eine juristische Meinung. Da steht ja auch drin, dass im Zweifel ich dann bei einer der nächsten USA-Reisen vielleicht verhaftet werden könnte. Mich beeindruckt das nicht. Ja? Also ich meine, wir sind ein Untersuchungsausschuss eines deutschen Parlamentes. Und insofern bin ich allein diesem Auftrag, an diesen Auftrag gebunden und lasse mich durch solche rechtlichen Stellungnahmen nicht beeindrucken oder abhalten. Und sollte Snowden hier in Deutschland vernommen werden? Wir haben mehrere Optionen. Wir können ihn an seinem jetzigen Aufenthaltsort vernehmen. Wir können ihn über eine Videokonferenz befragen. Am Ende aller Tage wird entscheidend sein, was er zusammen mit seinem Anwalt für sich entscheidet, was er für das Richtige hält. Wir können als deutscher Untersuchungsausschuss, dadurch, dass er ja im Ausland sich aufhält, ihn nicht zwingen. Wir können seine Anwesenheit nicht erzwingen, sondern wir müssen hier einen Dialog suchen mit seinem Anwalt. Und der sitzt ja bekanntlich in Berlin und das werden wir auch tun. Wenn er nach Deutschland käme, würde er, nehme ich an, politisches Asyl beantragen. Ist er in den USA verfolgt? Sollte er Asyl bekommen hier in Deutschland? Naja, so einfach ist die Frage nicht. Wir müssen zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Straftaten, derer er in den USA bezichtigt wird, wenn das ein deutscher Geheimdienstmitarbeiter machen würde, dann wäre die Situation in Deutschland genauso. Das heißt, es gibt eine gewisse Wechselbezüglichkeit auch der Strafbarkeit. Und es gibt ein Auslieferungsabkommen, das die Bundesrepublik mit den Vereinigten Staaten geschlossen hat. Insofern wird die Frage, ob er einfach ein politisch Verfolgter ist, nicht so einfach zu beantworten sein. Ich sage nur eins. Wenn wir hier eine Abwägung treffen, dann dürfen wir nicht einseitig nur auf die außenpolitischen Belange Rücksicht nehmen. Die sind wichtig. Uns ist an guten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gelegen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass es hier zu massenhaften Grundrechtsverletzungen gekommen ist. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und ja, das vermisse ich etwas, diese Position in der Stellungnahme der Bundesregierung. Also wenn man sich das ja so anguckt, dann hört man auf der einen Seite von der Bundesregierung, ja, wir wollen das aufklären und es ist ganz wichtig, Aufklärung. Aber in der Praxis sieht man dann davon wenig. Dann gibt es diese Argumentation, dass man sich strafbar machen könnte, wenn man den Snowden einlädt. Dann sollen bestimmte Akten über dieses Geheimdienstabkommen, was da zumindest mal verhandelt wurde, nicht rausgegeben werden. Also einen Aufklärungswillen spürt man nicht. Man hat eher den Eindruck, die Bundesregierung, ja, die will sich da rausmogeln und lieber schön mit den USA schön Wetter machen, als wirklich aufzuklären. Wie ist Ihr Gefühl? Naja, man muss ja schon mal auch realistisch sein. Ich meine, wenn der... Also nach meinem Verständnis gibt es Untersuchungsausschüsse eines deutschen Parlaments immer dann, wenn eben der Aufklärungswille vielleicht nicht so weitreichend ist bei der Exekutive. Und sonst bräuchte es Untersuchungsausschüsse nicht. Und Untersuchungsausschüsse sind mit das schärfste Schwert, das ein Parlament hat. Wir haben ihn jetzt und wir als Parlamentarier, als freie Parlamentarier, werden das auch entsprechend einsetzen. Also wir sind der Aufklärung sind wir verpflichtet, einzig und allein. Ich sage nur natürlich auch, ich mache das nicht mit Schaum vorm Mund, weil das wird der Sache auch nicht gerecht, sondern ich will am Ende aller Tage, und das ist ja auch Teil unserer Arbeit, Vorschläge machen können, wie wir als Gesetzgeber reagieren müssen, damit wir in Zukunft die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger besser schützen können. Wir stellen ja momentan fest, dass deutsches Recht, selbst europäisches Recht, nur beschränkt wirksam ist.
Ja? Derjenige, der die technischen Standards beherrscht, der ist derjenige, der quasi Ersatzgesetzgeber ist derzeit und der entscheidet oder bestimmt, was eigentlich im Internet geschieht und was nicht geschieht. Ein Teilaspekt Ihrer Arbeit ist auch diese Frage Geheimdienstkontrolle. Da gibt es das parlamentarische Kontrollgremium, was für die deutschen Dienste zuständig ist. Und da hat es ja häufig auch Kritik gegeben. Ja. Also zu wenig Leute, zu passiv, dass sie immer nur warten, dass was passiert und dann nicht in die Dienste gehen und mal kontrollieren. Sehen Sie da derzeit Bewegung, dass diese deutsche parlamentarische Geheimdienstkontrolle schärfer, wirksamer werden könnte? Ich sehe da erhebliche Bewegung und natürlich, jeder Politiker lobt sich oder seine Partei da am meisten, aber in der Tat hat die SPD dort sehr viele Initiativen getätigt. In der Tat, das erste Problem ist, man operiert von der Manpower, also von der Personalstärke her nicht auf Augenhöhe. Das ist ein Punkt. Das sind mal gekürzt worden, sind von 9 auf 7 zurückgegangen, die Mitglieder des Parlaments. Die Mitarbeiterstellen werden derzeit auf parlamentarischer Seite erheblich hochgefahren. Das ist ein wesentlicher Schritt. Und für mich ganz wichtig ist bei der Kontrolle, dass wir eine strukturelle Kontrolle bekommen. Bisher fand die Kontrolle nur nach dem Motto statt, es ist irgendetwas passiert, irgendetwas stand in der Zeitung und dann hat das parlamentarische Kontrollgremium nachgehakt, hat Berichte angefordert, eine Stellungnahme angefordert. Wir brauchen eine strukturelle Kontrolle, das bedeutet, wir haben, ich glaube, 12 Abteilungen des Bundesnachrichtendienstes, 7 Abteilungen des Verfassungsschutzes. Es muss so sein, dass dieses Kontrollgremium sich jede einzelne Abteilung vornimmt und dann strukturell bis in die Tiefe hinunter prüft. Vorbild ist da der Bundesrechnungshof und dann kommt man auch zu Punkten, wo man agieren kann und nicht immer nur reagieren muss. Der Punkt ist, das geht ja alles heute schon. Also selbst die Mitglieder der parlamentarischen Kontrollgremiums hätten ja schon seit Jahren in den Verfassungsschutz, in den BND reingehen können und sagen, gebt mir mal die Akten, gebt mir mal die Akten, gebt mir mal die Akten. Das ist nicht passiert, weil vielleicht Leute gefehlt haben, aber ich, nach meinem Gefühl und was ich von Mitgliedern aus dem Gremium gehört habe, auch weil der Wille einfach nicht da war. Warum soll jetzt auf einmal der Wille da sein, etwas zu tun, was seit Jahren prinzipiell schon möglich ist? Naja, ich würde da nicht den fehlenden Willen unterstellen, aber da sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt. Ich glaube, dass die Debatte, die wir derzeit anlässlich des NSA-Skandals führen, eine sehr, sehr wichtige Debatte ist und wir hier erst am Anfang stehen, dieser politischen Debatte. Das ist die Frage, wie wir in Zukunft weltweit informationelle Selbstbestimmung gewährleisten wollen. Es ist die Frage, wie wir überhaupt zu gemeinsamen Standards kommen, wie wir Geheimdienstarbeit entweder koordinieren oder unter Freunden organisieren. Findet sowas überhaupt unter Freunden statt, innerhalb Europas, im Verhältnis beispielsweise Deutschland, Großbritannien, beides EU-Mitglieder. Und von, ich sag mal, China und Russland rede ich noch gar nicht. Ja? Also wir haben jetzt hier einen Kern herausgeschält einer Debatte, der über die Frage, wie wir mit Informationen, mit Daten, ob sie personenbezogen sind oder ob sie Betriebsgeheimnisse sind von Unternehmen, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen und können, da stehen wir jetzt am Anfang. Und deswegen ist für mich auch diese NSA-Arbeit so wichtig, weil es geht nicht nur um Aufklärung dieser Fragen. Es folgt danach eine ganz wesentliche gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der digitalen Gesellschaft. Aber so neu ist die Debatte ja nicht. Ich meine, die Bundesregierung hat ja versucht, so ein No-Spy-Abkommen abzuschließen. Das wurde brüsk vom Tisch gewischt. Da standen die da wie ein begossener Pudel. Wir haben das parlamentarische Kontrollgremium, was es seit Jahren gibt, was seit Jahren gesetzliche Möglichkeiten hat, die Mitglieder nicht ausschöpfen. Und ich frage mich, was soll jetzt kommen, damit sich daran mal was ändert? Naja, auch die Amerikaner befinden sich dort am Anfang einer Diskussion. Ich glaube, die Amerikaner haben darauf gesetzt, dass mit der Art, wie sie damit umgehen, das Thema vielleicht tatsächlich in Deutschland und Europa schnell vom Tisch ist. Man stellt jetzt fest, das ist nicht so. Wir sind da etwas hartnäckiger und wir bleiben auch hartnäckiger. Und wir müssen auch nicht so tun, als wenn in den USA da ein monolithischer Block vor uns stünde, der nur einseitig auf Sicherheitsinteressen setzt. Auch die amerikanische Öffentlichkeit ist weit pluralistischer, als wir glauben. Und wir können mit unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss auch da vielleicht einen kleinen Beitrag, aber einen Beitrag leisten, dass diese Diskussion auch in den USA und in allen anderen Staaten in Bewegung gerät. Ich meine, das ist ein globales Thema, das betrifft alle Menschen, die miteinander vernetzt sind. Und das ist eines der Schlüsselthemen, ich wiederhole nochmal, für die Zukunft der digitalen Gesellschaft. Brauchen wir denn Geheimdienste?
Wir werden auch in Zukunft Geheimdienste brauchen, davon bin ich überzeugt. Es geht nicht darum, die Berechtigung von Geheimdiensten per se in Abrede zu stellen. Wir brauchen das, weil Geheimdienste einen Beitrag für die Sicherheit in unserem Land leisten. Wir sind eine offene Gesellschaft und offene Gesellschaften bedeuten auch, dass sie am Ende aller Tage Gefahren ausgesetzt sind. Ja? Das haben wir leider erfahren müssen zu Anfang dieses Jahrtausends. So, und da brauchen wir auch etwas, um auch mit terroristischen Bedrohungen auf Augenhöhe zu agieren. Die Frage ist, wir müssen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren. Das ist das Entscheidende und das ist auch ein Verfassungsprinzip, das dem deutschen Grundgesetz innewohnt. Und da werden wir, und da müssen die Stellschrauben an einigen Stellen nachgedreht werden. Letzte Frage, Sie haben es kurz erwähnt. Also es muss eine strukturelle Kontrolle her, das parlamentarische Kontrollgremium kriegt ein paar mehr Mitarbeiter, aber alleine werden wir sowas nicht lösen können. Was muss sich noch ändern? Was am Ende der ganzen Diskussion steht, kann ich Ihnen natürlich nicht vorhersagen. Aber ich glaube, dass die Diskussion zu Veränderungen insgesamt führen wird. Es wird nicht so laufen, dass man von heute auf morgen den Schalter umlegt und dann wird alles gut und völlig anders, als es bisher war. Sondern politische Prozesse sind manchmal etwas länger und hängen davon ab, wie hartnäckig ein Thema weiterverfolgt wird. Ich glaube, dieses Thema wird weiterverfolgt werden. Wir stehen jetzt am Anfang der Legislaturperiode. Wir haben also mindestens 3 Jahre Zeit, um uns überhaupt mit diesem ganzen NSA-Thema zu beschäftigen. Und das wird weit über die Legislatur hinausragen. Es wird ein Thema sein, das auf europäischer Ebene eine Rolle spielt. Stichwort EU-Datenschutzgrundverordnung. Und was am Ende steht, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Na, das glaube ich auch. Mal sehen, was am Ende unterm Strich stehen wird. Erstmal vielen Dank, Herr Fliesig. Sie müssen los. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir machen hier gleich weiter im Livestream. Aber Sie finden die Videos, die wir hier auf der Republika machen, im YouTube-Kanal von DZDP-TV, auf DZDP-TV und einige auch auf der Seite der Republika. Ich danke erstmal fürs Zugucken. Mein Name ist Philipp Banse, wenn Sie mögen. Bis gleich und bis später.